sehen. Aber schwebt die hier nicht in Gefahr? Wir haben gehört, dass sie Ulfric geschnappt haben. Gerdua, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Eine eurer Kameraden? Noch kein Kamerad, aber eine Freundin. Ich verdanke ihr sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Man sieht mich skeptisch an. Helgen? Ist etwas passiert? Ihr habt recht. Folgt mir. Hord, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hord, kommt bitte mal her. Warlof, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Wo müssen wir jetzt hin, Leute? Neu in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Hort, Mühle? Also Onkel Warlock, zeigt ihr mir eure Axt? Wie viele Kaiser... Hort und die Mühle. Warte mal, wir gucken mal kurz, ob die uns noch was geben kann. Vorrede? Natürlich. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Danke. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier? Dürfen wir uns das alles nehmen? Okay. Ein Drachen hat Helgen angegriffen und zerstört. Ralof und ich sind zusammen entkommen. Ein Drache? In Helgen? Ja! Das kann nicht sein. Ja doch! Obwohl, das würde erklären, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter, von Süden kommt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Ja, ich auch. Es war ein Drache. Ralof wird es euch bestätigen. Der Drache ist dort entlang geflogen. Wir müssen ihn doch gesehen haben. Er hat es doch gerade gesagt. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube es sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Okay. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Kein Problem. Seid still, Fodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Wer bist du? Geht und behaltet Gott. Die Straße nach Süden im Auge. Was denkt ihr über den Krieg? Ich muss mich um meine Familie kümmern. Damit habe ich schon genug Sorgen. Für so etwas interessiere ich mich nicht. Okay. Aber ich denke, ich soll zu Rott in die Mühle. Och Mama, ich will noch hier bleiben und mit Onkel Ralof reden. Hört auf eure Mutter, Junge. Ja, dann gucken wir nochmal hier rum, was die so alles zu erzählen haben. Da schön. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Was für ein Problem habt ihr mit Sven? Er ist ein Barde, sagt er zumindest. Manchmal findet er auch Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Er glaubt, seine Balladen und Sonette würde Camilla Valerius dazu bewegen, ihn zu heiraten. Als ob sie ihm jemals das Ja-Wort geben würde. Eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde niemals auf diesen Unsinn reinfallen. Hoffe ich. Ihr hofft, das klingt nicht wirklich sicher. Ich habe nachgedacht. Vielleicht braucht Camilla einen kleinen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Ich glaube, ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. Bringe Fendals Brief zu Camilla. Optional erzähle Sven von Fendals Brief. Könnt ihr mich in der Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Schießkunst, 15. Trainer dieser Stufe trainiert, 05. Kosten 200. Ach du Schande. Wir müssen erstmal einen Laden suchen, würde ich mal sagen. Irgendwas, wo wir was verkaufen können. Also einen Laden. Hm? Gut, doch, wer bist denn du? Hilde! Die wilde Hilde! Niemand glaubt.
Glaubt mir doch, ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Ja, das glaube ich dir. So, was gibt's hier? Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin, aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Mein Dorte. Eines Tages werde ich mein eigenes Schwert schmieden. Hier in Flusswald bekommen wir nicht jeden Tag Besuch. Alvor, was habt ihr zu verkaufen? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Sag mal her, Gegenstände über den Trennstrich gehören dem Händler. Gegenstände unterhalb des Trennstrichs gehören dir. Mein Gegenstand zu kaufen oder zu verkaufen, wähle ihn aus und drücke E. Okay. Was? Beate? Achso, wir sind ja Beate. So, sag mal, Dietrich Holzkohle, Wolfspilz. Ja. Bekleidungen. Was haben wir denn jetzt? Beschlagene kaiserliche Rüstung. Beschlagene kaiserliche Rüstung. Ein Eisenschild, den könnte man eigentlich noch behalten. Kaiserliche rechte Armschienen. So, 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 so. Wieso habe ich denn nicht den Offiziershelm an? Gut. Waffen. Den Eisenschaltkolben, die Kriegsaxt. Den Langbogen behalte ich mal ein. So, was kann der mir denn kaufen? Was? Werft einen Blick drauf. Hä? Sag mal, den seine Waffen. Eisenkriegsaxt, Eisenpfeil, Eisenschaltkolben, Jagdbogen. Aha. Eine Spitzhacke, genau. Stahlkriegshammer. Stahlschwert 9. Stahlstreitaxt 19. Stahl zwei Hände der Himmelsschmiede. Nee, danke. Bekleidung. Ist natürlich jetzt immer blöd, weil man noch nicht so genau den Überblick hat. Nordstahlpanzerhandschuhe. Wohl. Kosten denn die? Ach du Schande. Nee, lass mal. Was könnt ihr mir über Flusszahl erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. So, erstmal einen Schluck getrunken. Könnt ihr in der Schmiede Hilfe brauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. So, wie geht denn das? Auf Wiedersehen. In der Schmiede werden neue Waffen und Rüstung aus Rohmaterialien hergestellt. Okay. Wähle einen Gegenstand zum Herstellen aus. Eisen. Eisendolch. So, möchtest du diesen Gegenstand herstellen? Jo, soll ich ja. Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Wie lange dauert der jetzt noch? Ganz schön lang, wa? Rüstung. Eisenhelm. So, dauert das jetzt hier noch oder bin ich fertig? So habe ich, glaube ich, oder? Doch. Wie es jetzt hier gerade geklappt hat. Hier ist ein Eisendolch. Aber er ist etwas stumpf. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Okay. Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben.
Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Schleifstein, da ist der Schleifstein. Benutzen. Benutze den Schleifstein, um Waffen zu verbessern. Für alle Verbesserungen sind spezielle Materialien nötig, die du in der Wald finden kannst. Eisendolch. Gut, zurück. Eisendolch, fein. Ah, das macht dann ein bisschen mehr Schaden. Und herstellen. Abgeschlossen, härte einen Eisendolch. Bringe einen gehärteten Eisendolch zu Alba. Will hier nichts stehlen. Ich könnte euch einen Kriegshammer schmieden, der einem Riesen den Schädel zerstört. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingen Zeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Okay. Welches Gestell? Da. Benutzen. Das Gerbgestell wird benutzt, um Tierhäute zu Leder zu verarbeiten und um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstung benötigt. Zurück. So, sonstiges. Was soll ich denn herstellen? Möchtest du diesen Gegenstand herstellen? Ja. 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 Leder. Hier ist das Leder, das ihr haben wolltet. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Pelzhelm. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Gut. Also gut. Wo? Da? Nee. Nutzen. Pelz. Pelzhelm, möchtest du diesen Gegenstand herstellen? Jo. Krasse Sache. Was auch? Braucht ihr eine neue Klinge? Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Ja, mach doch. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Okay. Ja. Werkbank? Benutze Werkbänke, um Rüstung zu verbessern. Für alle Verbesserungen werden Materialien benötigt. Die Höhe der Verbesserung hängt von deiner Schmiedekunstfertigkeit und von deinem Talent ab. Okay. Pelzhelm. Fein. Ja, herstellen. Und heilisch. Abgeschlossen. Er hatte einen Pelzhelm. Bringe einen gehärteten Pelzhelm zu Alvor. Alvor? Hier? Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied sein. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Hm? Okay. Gucken wir mal kurz Objekte. Bekleidung. Kaiserliche Armschienen, Offiziershelm und Pelzhelm. Hm. Also ich wäre ja für den, ja. Goldene Halskette. Bringt die irgendwas? Nö, wa? Eisenschild? Können wir auch nehmen? Silberner Granatring. Aber wenn die nur springen. Ich weiß ja nicht, ob man die später noch irgendwas verzaubern kann oder sowas. Hm. Jo. Ich könnte euch einen Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, dann zeig mal her. Von Glaser. Waffen. Ich habe hier so ein. Nee, Beate. Waffen. Ich habe hier so ein Eisendolchenfein. Danke. Und ich habe auch an Bekleidung noch so was Cooles. Hier, guck mal, ein Pelzhelm fein. Zähne wert. Mir richtig Geld geschenkt. Ja. Geschenkt. Danke. Seid ihr eher von der heimtückischen Sorte? Ich habe hier auch ein paar nette Dolche rumliegen. Ach, jetzt ist Nacht. Naja, das ist natürlich doof. Was ist da oben? Ist das ein Hund oder ein Wolf?
ich einen Drachen gesehen? Ja, 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 würde ich sagen, ne? Ja, was machen wir denn jetzt so? Wenn es da Nacht ist. Warte mal, wir speichern mal, vielleicht ist ja drin wieder Tag. Himmelsrand 2, komm hier. Hier ist. Danke. Sieht man von hier oben irgendwas Interessantes? Nee. Vor kurzem habe ich gehört, wie Lukan geschrien hat, dass ein Dieb in seinen Laden eingebrochen ist. Das war ich nicht. Ganz ehrlich. Was ist ein Dieb? Was ist denn Lukan? Lukan? Was ist denn hier? Oh ja, was hat? Kann man hier. Handelskonto. Ah. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Wer ist das? Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswaldhandel. So, wir sind einfach mal ehrlich, passt auf hier. Ihr seid nicht von hier. Da sind wir schon. So. Was hat er? Hm. Wovon redet ihr da? Ja, was soll ich sagen? Dieser eifersüchtige Idiot. Hat er gedacht, er könnte mich so manipulieren, dass ich Sven nie wiedersehen will? Danke, ja, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Ja, was soll ich sagen? Mit Sven reden. Sicher möchte auch er euch danken, dass ihr seinen Namen verteidigt habt. Mhm. Ich gehe dann mal wieder. Gibt es hier sowas wie Karma oder so? Ich bin aus der kaiserlichen Provinz hierher gekommen. Meine Schwester Camilla oder ich. Ist was passiert? Es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Mhm. Ich könnte euch helfen, diese Klaue nicht zurückzuholen. Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Ich werde mein Möglichstes tun. Überholen wollt, solltet ihr zum Ölsturzhügel graben. Das also ist euer Plan, Lukan. Okay. Je eher ihr die Klaue findet. Verkauft ihr Zauber? Ich glaube, ich habe noch ein paar alte Zauberbücher herumliegen. Wenn ihr noch mehr wollt, müsst ihr in die Akademie von Winterfeste gehen. Okay. Zauberbücher. Ah, hier Bücher. Bücher. Eichenhaut. Steigert den Rüstungswert des Zaubernden 16 Sekunden lang um 40 Punkte. Das Problem ist ja für einen Zauberer an sich, dass er Zauber haben muss. Ein Kältestoß, der Gesundheit und Ausdauer 8 Schadenspunkte pro Sekunde zufügt. Hellsehen zeigt den Weg vom gegenwärtigen Ziel. Naja. Erhöht den Rüstungswert um 40 Punkte und absorbiert bis zu 40 Schadenspunkte. Raserei. Kreaturen und Personen bis zu Stufe 6 greifen 30 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an. Belebt einen schwachen Toten wieder und lässt ihn 60 Sekunden lang für dich kämpfen. Oh, das klingt sehr gut. Das nehmen wir schon mal. Was haben wir dann noch? Eichenhaut, Rüstungswert, Frostbiss. Das ist ein Angriffszauber, finde ich gut. Leichter Schutz. Ja gut, können wir uns gar nicht leisten. Mhm. Nee, hier. Hör mal kurz, bringt das hier irgendwas? Ach, die haben dann hier so Zusatzdinger. Okay, Bekleidung. Grob gewebte Tunika. Nö, na super. Die Halskatze bringt 39. Naja. Gewisser Honig, ne? Frostbissgift. Ein blutstockendes Gift, das Gesundheit und Ausdauer 4 Sekunden lang 5 Schadenspunkte zufügt. Jo. Komm, verkaufen wir einfach mal. Essen? Was bringt uns eigentlich Essen? Stellt 15 Punkte Ausdauer wieder her. Ausdauer regeneriert sich 30 Sekunden lang 30% langsamer. Aha, Brot? Stellt 2 Gesundheitspunkte wieder her. Achso, das ist alles hier wirklich essbar. Okay. Was bringt denn der Wein? Der bringt 4. Das Mähzeug 7. Ach komm hier. Scheiß Alkohol. Weg damit. Zutaten. Bergblume. Haben wir hier auch irgendeine Zutat mit schon hohem Wert? Nö. Okay. Bücher. Sonstiges. Ein Eisenbarren. Naja, Granatstein. 33, mhm. Holzkeller, ja toll. Holzschale. Nun bringt der Zeug noch nicht mal hier was? Krug, auch nichts. Ist ja. Hammeröde. Ja. Laterne, bringt auch nichts. Leder, bringt 3, na okay. Lederstreifen, 5 Stück, bringt 1. Mhm.
Kriegen wir jetzt noch so ein Zauberbuch? 137. Obwohl Raserei ist ja auch nicht schlecht, ne? Ach komm, wir nehmen Raserei. Soll uns erstmal reichen. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken. Hör mal. Magie. Ne, warte, zurück. Ja. Objekte? Bücher? Vielleicht müssen wir die jetzt einlesen. Achso, nee. Lesen will ich jetzt nicht. Sehr schön. Jetzt Magie. Illusion, Raserei, Kreaturen und bis zu Stufe Novize, Zerstörung. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob sich das an sich hier Schutzgeist beschwören oder Zombie erwecken. Wie viel haben wir eigentlich? Zerstörung. Ach, guck mal, hier geht irgendwie immer so eine Lebensanzeige oder sowas. Noch nicht mehr zu gehen, oder? So, jetzt haben wir alles verkauft. Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, nicht. Bei den Acht. Na schön. Aber nur bis zum Stadtrand. Na komm, Mausi. Hier entlang. Okay. Dann machen wir die Tür auf. Schnecke. So ein kleiner Lesbenporno hier. Dum, 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 dum. Nu? Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den... Ach, da oben. Ah, okay. Aber du musst ja jetzt hier nicht... Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Ist das ein Hund? Ja, ist ein Hund. Wer wohnt hier? Kannst du mir jetzt sagen? Nee, wa? Hm. Danke dir. Dann soll ich da hoch. Kann ich oben nicht schlafen? Erstmal? Warte mal. Was gibt's denn hier hinten? Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ja, ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lukan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Ach, kommst du auch weiter? Hier entlang. Ja, dann lauf doch. Schnecke. Hm? Wird geht nicht Stadtgrenze. Ist da hinten was? Oh, ein Hirsch. Noch weiter draußen ihn nicht. Hier entlang. Na, dann geh doch. Lauf zu. Dies ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Ha? Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgraben. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Ja, er gerät mach das. Außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Verstehe ich. Er ist noch so ein Kind. Ja, sind wir alle. Gut, kann man hier irgendwas noch kriegen bei dem Fischzeug hier? So, super. Dann gehen wir mal zurück und suchen mal hier den anderen Typen, dessen Ruf wir jetzt ein bisschen gerettet haben. Was steht denn da überhaupt? The Sleeping Giant Inn. Ah, hier kann man wahrscheinlich schlafen. Hm? Dann schlafen wir doch mal. Guten Tag. Wer bist denn du? Sven. Ah. Ogner. Es ist schwierig, das nicht zu tun. Guten Tag. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mir gibt's nichts zu sagen. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, ha? Ja. Komm, zeig mal, was du zu verkaufen hast. Ach so, das ist schon alles? Was du? Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, 10 Goldstücke? Wie ist es? Nicht mit mir. Du
Halsabschneiderin. Nee. Also, an der Stelle machen wir dann erstmal einen kleinen Cut wieder. Hier im Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei. Ja, verstehe ich. Bei der Betreuung hier kein Wunder. Humpen. Okay. Krieg haben wir nicht mehr viel Kundschaft. Ups, machen wir einfach mal so. Dann wird hier nicht nebenbei gequatscht, während ich abmoderiere. Euch auf jeden Fall einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Bis dahin, tschüss!